This is the official, the making, the off, the single. Ich hoch und mach völlig tief. Bin erkillt, der Geister, die ich lieb. Tage zu verbringen ist in Leichtigkeit. Und 24 Stunden und eine Menge Zeit. Um jeden Morgen wieder ein neues Leben zu beginnen. Und den Glauben dran durch die Nacht zu bringen. Was ist besonders an Lebt den Tag? Mir ist das die letzten zwei Jahre begegnet, dass Leute einfach mit ihrer eigenen Sicht an Sachen rangehen und damit entweder scheitern oder damit vorwärts kommen. Und das kam so ein bisschen zusammen für mich mit meiner eigenen Sicht davon. Und das kam zu Papier. Also letztlich ist es definitiv kein Appell, jetzt mal so gesehen, weil das könnte man ja vermuten. So nach dem Motto, nimm's alles leicht und alles ist schön und alles ist super. Letztlich geht es schon irgendwo um Ansichten, ob man jetzt positiv oder negativ an was rangeht, aber es ist auch da deswegen eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Also wer das so nicht sieht, wer das so nicht machen möchte, ist völlig in Ordnung. Prinzipiell ist jeder Song für sich, der irgendwo abgeschlossen dasteht, für mich was Besonderes, wenn er klappt. Die Besonderheit daran, glaube ich, dass er auf dem Album auftaucht, was für mich jetzt schon das Lieblingsalbum ist von den Vieren, die es dann sein werden, weil wir es endlich mal geschafft haben, ein paar Sachen musikalisch und textlich auch, wie ich finde, auf den Punkt zu bringen. Aber sonst muss es, glaube ich, dann eher der Hörer entscheiden, der ihn zum ersten Mal hört. Ich öffne die Augen und fange von vorne an. Das Album hat seine Besonderheit, glaube ich, darin, dass wir es das erste Mal geschafft haben, alle vergangenen Erfahrungen der letzten drei Jahre, der letzten Touren und der letzten Album so zusammenzubringen, dass was wirklich Stimmiges bei rausgekommen ist. Wir haben uns im Vorfeld drei Monate lang zusammengesetzt, haben da ziemlich viel gestritten, haben 80% der Sachen, die wir bis dahin schon entwickelt hatten, verworfen komplett und standen dann eigentlich schon fast wieder am Nullpunkt, um dann letztendlich überhaupt irgendwo mal anzukommen, wo man sagen konnte, okay, darauf können wir aufbauen. Und da hat dann einfach jeder sein bestes Material zusammengeschmissen, von vornherein ziemlich viel verworfen und das ist für mich wirklich der entscheidend neue Schritt. Wir haben extrem viel Aufnahmesessions gemacht, was wir vorher die ganze Zeit nicht hatten. Es ist prinzipiell auf der Platte eigentlich so gut wie alles gespielt. Es ist irgendwie sozusagen nichts programmiert, nichts elektronisch. Das hatten wir auch noch nie in der Form. Und trotzdem ist der Sound nicht ein komplett anderer geworden. Es ist nicht irgendwie wahnsinnig viel härter geworden. Es soll kein Imagewechsel werden, sonst irgendwas. Sondern für mich ist es einfach viel mehr Runde, viel mehr ich, viel mehr das, was das Ding auf der Bühne darstellt. Und da freue ich mich sehr drüber, weil das haben wir so in der Form noch nie geschafft. Weiß nicht, wovon ich rede, was ist passiert, ist doch alles, wie es war. Cut, cut! Gut, alles drauf. Gut, der Reis hier, ein bisschen erhöht. Reis, spiel es mal. Nee, lieber das. Was ist toll, dann auf Tour zu sein? Also erstens mal ist es so ein, ja, vielleicht vergleichbar mit so einem kleinen Abenteuerfaktor, weil letztlich bereitest du dich eine lange Zeit gezielt auf ein Ereignis vor, um letztlich irgendwie 15 bis 30 Mal den gleichen Event eigentlich zu reproduzieren, mit natürlich Spontanitäten zwischenrein, und bereitest dich auch mental darauf vor, dass du jetzt für einen gewissen Zeitraum nichts anderes machst, als auf irgendeine Bühne zu gehen und die Hosen runterzulassen in irgendeiner Form. Und das ist einerseits die Herausforderung für in irgendeiner Form extrovertierte Menschen, die Musiker definitiv sind. Und auf der anderen Seite ist dieses Familiending, was man dann kriegt. Wir waren das letzte Mal insgesamt mit der ganzen Crew zusammen, waren wir 15 Leute oder 16. Und du hast eine Zeit lang eine ganz kleine Familie für dich, was sehr, sehr angenehm ist. Du kommst in diesen Groove, du hast einen ganz anderen Alltag. Und es ist was, in das man wirklich so richtig reinfällt, ob man es möchte oder nicht. Was dann auch genauso wieder aufhört, wenn man nach Hause kommt und du deine festen Essenszeiten vermisst, so blöd es jetzt klingt. Du in der Zeit zwischen 20 und 23 Uhr Adrenalinschübe bekommst, ohne dass du was tust, weil du zu der Zeit normalerweise spielen würdest. Und das sind alles Sachen, die machen, ich glaube, deswegen fängt man an, Musik zu machen, so ging es zumindest mir. Und das ist schwer zu beschreiben, was da dann das Tolle ist, aber es ist einfach super. Wenn ich in deiner Seele wohne, wo sonst niemand wohnt, denn man sieht...
Wenn ich von wir spreche, dann meine ich immer die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Die Band ist komplett diesmal auf dem Album, das hatten wir auch noch nie in der Form. Und mein Produzententeam, ich meine allein die vertragliche Verpflichtung und auch inzwischen die Freundschaft, die zusammengewachsen ist, geben dieses Wir einfach von selbst mit sich. Also ich denke da gar nicht groß drüber nach, weil ich schreibe genug Sachen alleine, aber genug Sachen kriegen den letzten Schliff durchs Zusammenarbeiten. Von daher ist das Wir einfach selbstverständlich. Ich mache das ohne Plattenvertrag inzwischen seit 17 Jahren, mache ich fast nichts anderes außer Musik und habe letztlich immer daran geglaubt, dass es möglich sein kann, was auf die Beine zu stellen, wenn man Leute zusammenkriegt, die an irgendwas glauben und die sich dafür kräftig den Arsch aufreißen. Und jetzt seit sozusagen 5 Jahren in Anführungsstrichen offiziell mit Plattenvertrag. Und ich denke, wenn man sich darauf eingelassen hat und es durchzieht, dann wird man irgendwas davon zurückkriegen. Und das wäre für mich jetzt mal, das ist kein Tipp, das ist eine Ansicht. Wer das für sich so sieht oder das so schafft, wird bestimmt irgendwas zurückkriegen.